Gelingender Projekttransfer ist für eine fördernde Organisation und Institution, auch für ein förderndes Unternehmen, die zentrale Stellschraube bei der zivilgesellschaftlichen Entwicklung. Wir versenken, also nicht nur wir als Unternehmen, sondern insgesamt die gesamte fördernde Landschaft versenkt Millionen in die x-te Entwicklung des gleichen Rades. Und deswegen sind wir an dem Thema Projekttransfer interessiert wie an keinem anderen. Entscheidend ist, dass wir eine Kultur entwickeln, die Wissenstransfer, die das Teilen von Ideen und das gemeinschaftliche Entwickeln und den systematischen Austausch von zivilgesellschaftlichen Entwicklungen eigentlich etabliert in der Gesellschaft. Es ist wichtig, dass eine Bewegung entsteht, die das fühlt und die wegkommt von der Projektitis. Und deswegen ist es eigentlich immer ganz besonders wichtig, dass solche Flächen, solche Räume geschaffen werden, in denen sich auch, wie gesagt, eine Kooperationskultur, eine neue entwickeln kann, auch durchaus zwischen Wirtschaft und zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Collective Impact, gemeinschaftliches Wirken, muss sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Also zum einen natürlich durch eine stärkere Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Organisationen untereinander, die das Gleiche wollen und die ähnliche Ansätze fahren. Aber natürlich auch auf der Ebene der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Auch hier muss es neue Kooperationssituationen geben. Also wir müssen beispielsweise auch als Förderer lernen, stärker mit Förderern aus anderen Sektoren, beispielsweise aus dem der öffentlichen Hand, beispielsweise Unternehmen und Stiftungen, viel intensiver zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was ich mit Kooperationskultur meinte. Wir brauchen da ganz andere Mechaniken.